Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Forest in der Version 0.1.4. Und wir haben uns einfach mal gedacht, passend zum neuen Update, ja, starten wir die ganze Chose mal neu. Außerdem haben wir die Bude sowieso hinten verranzt und verbaut bis zum geht nicht mehr. Das Hoppala. Das war nicht mehr schön und deswegen, wie der davon rumwabbelt, das ist echt ein Traum. Und der Passagier da hinten ist neu, glaube ich. Da ist gerade ein Arm vorbeigeflogen. Schön. Ein Traum. Nee, vor allem mit den neuen Custom Buildings, die jetzt baubar sein sollten, habe ich gedacht, wir fangen einfach mal eine komplett neue Hütte an. Und lassen den ganzen alten Schmöck, den wir vorher gebaut haben, einfach mal zurück. Und vor allen Dingen ist der Wald dann auch mal wieder aufgeforstet. Das sah ja nicht mehr schön aus, was wir da hatten. Das war ja nur noch eine riesige abgeholzte Fläche. So ähnlich wie in, keine Ahnung, Mittelamerika. Ja. Und naja. Weil hier, ne, Greenpeace auch schon bei mir auf der Matte stand, habe ich mir gedacht, wieso hat der gelbe Füße? Ah, okay, Beleuchtung. Häuptling Gelbfuß war da übrigens. Starten wir einfach mal neu. Ich hoffe, wir haben einen guten Spawnpunkt jetzt. Und der Ruffy ist mal wieder dabei. Den Fugenklaus habe ich mal rausgeschmissen. Dafür habe ich den Wheelhorst. Also wird einfach nicht besser von den Mitspielern. Ja, kann man nichts machen. Nee, ist halt so. Ist leider Bratwurst. Ja, beleuchtungstechnisch ist wieder mal ein Fail nach dem anderen zu beobachten. Man sieht es schon ganz klar. Hier scheint einfach mal die Sonne im Flugzeug aus heiterem Himmel. Der Willi ist da. Oh, die haben übrigens das Axt-Symbol geändert, habe ich im Gefühl. Ach, guck mal, schau, wir sind am gleichen Ort wie vorher. Sollen wir dann auch am gleichen Ort wie vorher weiterbauen? Hier oben bin ich. Ich muss wieder da deinem Namen hinterherlaufen. Ja, ich bin aber in die andere Richtung. Ich sehe dich da gerade irgendwo namentlich durch die Gegend schwirren. Ja, ich stehe hier oben, ne? Überm Teich. Siehst du mich gerade? Nee. Ja, ich sehe dich. Kommst du bitte mal zurück? Der Name jetzt wieder weggeploppt. Lauf mal. Weil ich jetzt am Flugzeug bin. Das Spiel mag mich nicht. Ich glaube auch. Lauf mal zum Teich. Siehst du mich oben am Felsen? Ich springe hier. Da oben siehst du, ja. Gerade war der Name in die Richtung... ja, da habe ich gesagt, bleib bitte mal stehen. Du läufst gerade von mir weg. Und er hat mich einfach ignoriert. Ja. Der böse Bub. Ich vertraue dem Namen mehr als audiovisuellen. Visuellen vor allen Dingen, ja. Genau. Weil du den visuellen Dingen ja gerade trauen wolltest. Ja. Die Frage ist jetzt, sollen wir hier so ein Custom-Ding, wir hatten das doch mal vorgehabt, hier so rüber zu bauen, über den Teich, weil das ja total sicher sein sollte, meiner Erachtung nach. Haben wir und das jetzt damals gesagt? Haben wir gesagt und haben es dann aufgegeben, weil das sich einfach mal als Ding entpuppt hat. Die haben jetzt neue Koffer, ich muss die erstmal alle aufmachen, die sehen ja schick aus, Mensch. Das ist ja die neueste Modellreihe. Ja, die ist... Ach, die pinken. Von Hilleberg und Klaus sind die übrigens. Ja, das sind toll. Ich dachte von Wilbur. Nein, nein, nein. Das ist der Waldteil. Oha! Ich hab eine Armbanduhr. Nein! Krasses Pferd. Alter, ich komme an den Koffer nicht dran. Das ist richtig krass. Equip! In Wilburs Waldparadies sind wir gerade. Oder wie habe ich den Server genannt? Ich hab's schon wieder verranzt ein bisschen. Oh, eine Timed kann ich bauen. Das ist natürlich cool. Ich guck mal gerade eben, wie das neue Bausystem jetzt hier aussieht. Also die normalen Wände wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt ja hier Custom Foundation nehmen, die wir natürlich wieder nicht bauen können. Aber warte mal, was haben wir denn hier? Custom Roof, das können wir auf jeden Fall bauen. Das ist schon mal schön. Custom Floors können wir leider nicht, genauso wie Experimental Walls und Custom Foundation. Die gehen irgendwie alle wieder nicht. Das ist prima. Gehen die bei dir, sag mal? Moment, doch. Ein Climbing Rope. Das Baumenü auf B? Ja, genau. Baby bauen. Was kann man hier bauen? Das ist eigentlich irgendwie... Gleich... Ah, hier. Tree Bridge. Water Collector können wir übrigens jetzt auch basteln. Ist neu dazugekommen. Genauso wie eine Explosive Wire Trap. Die finde ich übrigens sehr interessant. Nur das Problemchen an der Seite, an der Sache wird sein, ich werde vergessen, wo ich sie gesetzt habe und dementsprechend... Einlaufen. Genau. Habe ich die jetzt gehauen? Nee, ne? Gut. Klick, du Platze. Ich hoffe nicht. Du siehst übrigens sehr, sehr schön aus. Du bist, Danke. Ja. Weiß es zu schätzen. Der Pedobär mit der Brille. Danke. Der Pedopeter quasi. Ey. Ach, schön, schön, schön. Ja, dann versuche ich mal hier einfach die normale Foundation dran zu setzen. Vielleicht klappt es ja diesmal. Irgendwann muss es ja mal gehen. Ja, ziemlich cool. Nur sollten wir natürlich auch relativ zeitnah halt so eine normale Shelter zum Pennen bauen. Das stimmt allerdings.
Hast du es eigentlich schon mitbekommen, dass es Dinge gibt? Eine was? Dinge. Es gibt Dinge? Nein. Also, dass es Dinge gibt, habe ich schon vermutet, aber. Nee, aber auch tolle Dinge, ne? Ja? Ja. Also, ich habe jetzt nur einmal gesehen, dass man jetzt Wasser trinken kann aus dem See und daran sterben kann. Das ist auch schon mal toll. Wenn man das öfter genug. Oder ich weiß es nicht. Ich hack mal Macht gerade das hier doch, den wenn Baum du. weg, ne? Ja. Ne, Ach, wir. wir wollen wieder. Ach so, wir beschäftigen uns wieder mit Holzhacken. Ja, erstmal, ne? Bis die Snooze-Leute kommen. Dann machen wir natürlich andere Dinge. Oder hast du direkt für den Anfang erstmal eine bessere Idee? Direkt in eine Höhle gehen oder so, Muschiklaus besuchen? Ich weiß ja nicht. Ich würde eine Runde tauchen gehen, aber Ja, da muss man aber das erstmal die ist Ausrüstung finden. zum Zuschauen wahrscheinlich nicht so spannend. Ja gut, wir müssen wie gesagt erstmal die Ausrüstung finden und da ist die Frage, wo die ist. Also ich würde ja fast vermuten, entweder im Cockpit, das man ja auch erstmal Ah. finden muss irgendwo, Eben. oder in irgendeiner Höhle. Könnte sein. Wir haben übrigens die Foundation-Kosten runtergedreht, was ich sehr angenehm finde. Ja, das finde ich auch sehr schön. Jetzt hat es Dann nämlich nur kann man noch acht nämlich sogar Stück. noch in diesem Jahr irgendwas fertig bauen. Ja, im letzten Jahr haben wir ja nun Ja. auch schon mal was geschafft, ne? Stimmt. Nein, bleib doch Doch. hier. Jetzt ist mein Holzenhang runtergerollt. Ja, dann geh mal ganz schnell runter und hol das mal wieder. Mit Sicherheit nicht, weißt du, was ich hier für einen Umweg laufe? Okay, nee, weiß ich nicht. Ich war da unten noch nicht. Also nicht Das ist ein in irrsinniger jüngster Umweg. Zeit. Deswegen Nee, baue ich nee, nee, da mach ich nicht, du. jetzt hier gerade so ein schönes Sprungbrett, damit du gleich mal, ne? Ach so, das ist cool. Wir bauen die Ha, wir bauen uns einen Sprungturm. Ja, das ist eigentlich nur unser Pool da unten. Und Ja, hier oben klar. bauen wir die Villa hin. Ist eigentlich eine Idee, oder? Oh, ist da gerade ein Piepmatz in meine Axt geflogen. Da tut mir jetzt ein bisschen leid. Oh nein. Ja, doch. Ach so, übrigens, bemerken Sie Ja. bitte dieses Hydration-Ding, ne? Wir sollten trinken zwischendurch jetzt. Hier, Barbe. Ja, neben dem Magen haben wir jetzt einen Flüssigkeitstropfen, der, Ja, das sehe ich. Der ist aber bei mir noch komplett voll. bei mir ist er leider schon halb leer. Das liegt daran, dass ich arbeite und du nicht. Irrtum. Jetzt ist das Ding fertig. Was machen wir? Ah, jetzt setze ich da eine andere dran. Ja, ich hoffe mal, das klippt jetzt irgendwie ein. Ich versuche das jetzt auch. Einfach weil ich kann. Medicine Cabinet. Ich glaube, die habe ich gut gesetzt, die können wir so lassen. Ja, bau mal dran. Da Ist brauchen es wir eine übrigens. Plattform, die da, oder eine Ja, Plattform das oder ist eine Tree Platt. Plattform? Nee, das ist eine Foundation, oder glaube ich heißt das. Oder ist das Plattform? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, es heißt Foundation. Braucht Nein, ihr es nur heißt Plattform. 13? Das ist ja. Ja, vorher waren das glaube ich schon 48 oder so. Das ist ja lächerlich jetzt. Da könnte man, da kann man ja jetzt richtig was bauen an einem Tag. Das ist ja Wahnsinn. Ich fände es tatsächlich gut, aber das wäre wahrscheinlich wieder viel zu viel Aufwand, wenn man quasi nicht immer ganze Baumstämme brauchen würde. Oh, pass auf, hol mal das Bällchen. Welches? Bäng. Nein, nein. Ich will mit dem Baum, lass mich. Nein, bleib hier, Holz. Es wollte schon wieder über Einwand. die Kante springen. Das ist voll Ja. das Suizidholz. Ja, das die Gegend scheint hier nicht glücklich zu machen. Nee. Boah, erstmal was Energy reinpfeifen. Der Idiot der Energy, sagst du? Ja, sehe ich schon, das schätze ich schon. Also wenn man sich jetzt überlegt, wie unglaublich verbuggt das am Anfang des Multiplayers noch war, geht's jetzt eigentlich mittlerweile? Kann man so sagen? Muss man aber nicht. Ich finde, an einigen Ecken hapert es immer noch. Ja, welchen? Hier ist ja noch Holz rum. Naja, zum Beispiel, dass bei mir so jetzt der Flüssigkeitshaushalt komplett egal ist. Bisher. Echt? Also Ja. ich bin schon am Dehydrieren. Ja, ich überhaupt nicht. Bei mir ist ja noch komplett voll. Toll. Ich Ich trinke mir mal eine Soda. dehydriere nicht, weil das finde ich auch uncool. Also. Es hat Da aber die musst du ja Soda. immer Wasser trinken, da macht keinen Sinn. Nee, richtig. Jetzt hat aber tatsächlich die Soda auch mal wirklich eine nennenswerte Bedeutung. Das Nämlich stimmt. nicht nur das popelige Ausdauer- und Energy-Zeug, sondern halt auch wirklich mal, ne? Dass du ein bisschen was Pipi im Bauch hast. Ja, das ist super. Baumfeld. Rümpf. Das klang zum Glück gar nicht hohl. Aber was schön, den drehe ich immer wieder. Siehst du, da musst du nur den Mund aufmachen, da brauchst du gar nicht runterlaufen. Stimmt auch wieder. Ist eigentlich ein guter Trick, ne? Ah, Ich setze mal die letzten zwei letzten einen dran. Oh, toll. Warum bist du da jetzt durchgelaufen? weil ich's kann. Oh, ich habe den Baumstamm gerade mal runtergeschmissen.
Okay, man merke sich, man kann keine Gegenstände auf den Plattformen ablegen. Du kannst doch nicht drauflaufen. Doch. Jetzt? Ja, jetzt? Ja, gerade fehlte noch ein Ding, dann war das Okay, noch. schön, es ist jetzt fertig. Ah. Ich stehe jetzt am Abgrund. Mal kurz eben checken, ob das Ding gut steht. Hui, Ja, ich stehe das am steht gut. Abgrund. Das braucht nur 23 über die Höhe. Alter, ist das geil. Das ist total billig. Die haben es einfach mal halbiert. Das ist mega. Da bin ich Dann so gut drauf, da pfeife ich mir erstmal Buß rein. sollen wir eigentlich mal so ein Wegelchen bauen und eventuell wieder versuchen, ob der Wegelchen-Trick noch geht. Damit wir hier nicht in unmittelbarer Nähe von unserer Butze dann alles hier wegrotzen, sondern vielleicht ein bisschen weiter weg. Okay. Ich baue mal so ein Wegelchen. Du Ja, kennst ja noch ich den brauche. Wegelchen-Trick, ne? Ja, sicher. Ich brauche nur mal kurz ein bisschen Stückchen. Nee, ich baue. Du nimmst dann hier den Wagen und ich nehme den gleichen Wagen auch. Ja, ich brauche aber lecker, lecker, yam, yam, yam. Sprich, mach ein Ein Feuer. Stock fehlt noch. Ich muss kurz ein Lagerfeuer machen. Okay. So, fertig. Hier ist das gut. Ach so, das ist ein großes Lagerfeuer. Ne, das will ich gar nicht. Ich will Große doch nur Lagerfeuer? Campfire. Ich will ein Campfire, kein übertrieben großes. So. Was brätst du dir da? Oh, du hast schon Ein Lizard gefunden. Lizard, der in der Tasche war? In der Tasche? Der war in der Tasche. Wieso hast du Lizards in der Tasche und ich nicht? Weiß ich nicht, ich habe die vorm Fliegen noch vorsichtshalber eingepackt. Ach so, Du weißt natürlich. ja nie, was passiert, wenn er abstürzt. Hast du immer einen Lizard in der Ja, Tasche. das ergibt Du natürlich eine musst gewisse. da erstmal ein Feuer finden, aber Lizard ist immer da. Man kann den auch roh essen, wenn man möchte. Du musst nur beim Zoll aufpassen, dass sie den nicht wegnehmen. Ja, stimmt, das könnte man sonst hier, ne, als Einführung von geschützten Tierarten oder sowas irgendwie Ja, dir oder ankreiden. verbotenen Sachen. Ja, da musst du aufpassen. Ja, Aber stimmt. ansonsten, Hase, Hase, Lizard. Ja. Besser Lizard haben als Lizard nicht haben. Hier ist übrigens der Wagen. Oh, Wagen, geil. Ja, freut mich für den Wagen. Hier. Was soll ich jetzt damit tun? Nimm den mal mit. Weißt du, was das Lustige ist? Ich kann den Wagen nicht mehr sehen. Nicht? Nee, da sind wir wieder bei den Bugs, die ich noch nicht so gut finde. Okay. Du schlägst doch gerade auf den Koffer ein, der nicht existent ist. Also ja, das ist natürlich gut. Ja, dann bau dir halt auch Ja. nochmal einen Wagen. Ich baue mir mal schnell einen Wagen. Mach das mal. Macht Spaß. Brauche ich da richtige Loks oder nur Stückchen? Nur ein Stückchen. Och, oh, das ist ja langweilig. Ah, Ja, warum soll man denn altbewährte Fehler irgendwie ausmerzen oder so, ne? Man hält sich ja strikt nach dem Vorbild von DayZ, die machen es ja auch nicht, also von daher. ja, eben. Also ich finde das auch gut so. Wo würden Eben. wir denn da hinkommen, wenn wir jetzt ständig dann uns da anpassen? Stell dir mal vor, das Spiel wäre bugfrei, das wäre doch total unlustig. Immer noch gar nichts, worüber Ja, da man kannst du ja herziehen gar nichts mit könnte. machen. Und nee, Eben. also ich finde das gut so. Wo ist der denn hier? Loxland. Ich hätte noch ein paar Stückchen in der Tasche, falls ich dir mithelfen soll bauen. Oh, nö, ich zimmer mir die hier schnell selber zusammen. Hörst du wohl auf? Hier liegen noch total viele Stöckchen. Warum nimmst du nicht einfach die? Oh, ich habe jetzt schon. Yeah, jetzt kann ich hier. Hallo? Achso, ich bin durchs Feuer gelaufen. Brennst du ein bisschen? Kann das sein? Ja, kann sein. Ach so. Hier ist aber gar kein Feuer in der Nähe. Außer das Lagerfeuer, was du gebaut hast, halt. Wasser. Oh Gott. Doch. So, ich gehe weg. Tschüss. Mit einem Wagen, den ich nicht sehe. Witzig. Ja, ist lustig. Ich probiere das mal. Ob das mit dem Stöckchen teleportieren noch geht, meinst du, ne? Genau. Das wäre natürlich cool. Das wäre auch ganz im Sinne der Neuzeit. Genau. Wir sind ja hier fortschrittlich. Also Ja, eben. wir kennen halt schon die Technik der Holzteleportation. Wir können schon mit Flugzeug abstürzen und Holz teleportieren. Genau. Und das ohne Technik. Ja, bei Technikfragen, ne? Nein. Nee. Baumfeld. Ich frage den garantiert nicht, allein schon aus Prinzip nicht. Das ist richtig. Würde ich auch niemals tun. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt aber erstmal am Ende angekommen. Übrigens sehe ich jetzt gerade den zweiten Wagen. Das heißt, es funktioniert noch. Ja, da kommt das Holz an. Sehr schön. Wunderbar. Das heißt, es funktioniert noch. Wir beenden die heutige Folge aber erstmal und ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von The Forest wieder. Und bis dahin klaue ich ihm einfach mal das Holz hier aus dem Wagen. Tirili!